Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. Ja, wir machen hier weiter, wo wir aufgehört haben, direkt nahtlos weiter. Ich hatte letzten Part so viel Spaß. Ich habe es natürlich wieder alles durcheinander gemacht, aber hey, wir sind an einem Punkt, wo wir 3000 Investoren haben und der Typ hier bietet einfach mal 12 Items an, die richtig gut sind. Deswegen werde ich jetzt die Cathy Shark wieder bei ihm platzieren und hoffen auf geile Items. Weil wir haben im letzten Part mehrmals den Feras bekommen. Lass mich raten, die Uhren gehen runter. Ja, die Uhren gehen runter. Wir müssen unbedingt wieder Uhren kaufen. Wir haben im letzten Part haben wir mehrmals den Feras gefunden. Was ich richtig gefeiert habe. Weil Feras ist einfach ein Item, das brauchen wir. So, warte mal, wir haben hier irgendwo ein Schiff mit Dampfmaschinen unterwegs. Der ist schon gleich da. Das heißt, wir können uns dann auch gleich endlich dazu ermutigen, die Weltausstellung aufzubauen. Dauert auch wieder 30 Minuten, aber dann ist sie fertig. Dann haben wir sie endlich aufgebaut und können richtig geil die Items machen. Und die Weltausstellung erfüllt, glaube ich, warte mal, lass mich gerade was gucken. Ja. Wartungskosten Bushaltestelle? Haben wir doch hier. Wir haben doch hier eine Bushaltestelle. So, warte mal. Wir haben kein Restaurant. Ja, wir können kein Restaurant. Wir brauchen mehr Touristen. Ja. Und dadurch, dass wir dann die Weltausstellung haben, steigt unsere Attraktivität so stark in die Höhe. Finde ich richtig gut. So, wir brauchen jetzt ja wieder Uhren. Wir brauchen unbedingt wieder Uhren. So, warte mal. Ich habe hier eine Mission. Wieder mal. Möchte Schokolade haben. Haben wir hier nicht zufällig Schokolade gerade? Nee. Auch 10 Tonnen möchte der haben. Okay, dann kriegt er die 10 Tonnen. Er möchte 10 Tonnen Schokolade. Haben wir doch bestimmt, ja. Haben wir zu Genüge. So, unser Clipper ist da. Wir kaufen wieder Uhren. Kostet nur 1,2 Millionen, aber wir haben so viel. So, hat er noch irgendwas? Phonograph bietet er auch noch an. Okay. Ah, genau, hier gibt es die Bücher. Schiffkolbenantrieb. Anno 1800. Segelschiffe. Er hier hat die. Wenn wir schon mal da sind, kaufen wir nur direkt mal ein Siegel. So. Dann ist das Schiff ein bisschen schneller unterwegs. So, die ersten Dampfmaschinen sind da. So, bevor ich das benutze für irgendwas anderes, werde ich jetzt unser erstes großes Frachtschiff in Auftrag geben. Endlich. Endlich unser erstes Frachtschiff. Ist das nicht herrlich? Ha, hat das lange gedauert. Hat das wirklich lange gedauert, bis ich irgendwann mal auf die Idee kam, mal Motoren zu produzieren. So. Kannst aber ein bisschen schneller fahren. Ihr seht. Die Uhren. Ja, die Uhren, das sind gerade das Problem. Alles andere wird noch zur Genüge erfüllt. Den Schürfer. Bohrtürme, Wartungskosten. Okay, cool. Können wir mal einfach mal reintun. Bohrtürme. War doch so, oder? Ja, Wartungskosten. Ja, wie gesagt, die Uhren sind unterwegs. Ihr kriegt gleich wieder eure Uhren. Arbeitskleidung. Arbeitskleidung ist derzeit, das hat ein kleines Problem, aber wir hatten so viele Arbeitsklamotten hier. Ja gut, weil die Insel jetzt hier ordentlich Arbeits... Ne, nicht diese, sondern die hier. Die zieht gerade ordentlich Arbeitsklamotten. Deswegen, ich freue mich schon, wenn ich, haben wir gar keine Silos? Ne, wir brauchen ja keine, hier keine Silos. Wir brauchen hier vielleicht mal Strom.
Aber das kriegen wir noch nicht, weil wir immer noch nicht genügend Öl haben. Siehst du, das Lager ist schon wieder hier leer. Das Öllager. Dass wir auch nicht hier einfach hier hochbauen können. Wir müssen halt hier so weit fahren, bis unser Schiff mal, bis unser Zug mal angekommen ist und das Öl abliefert. Also das heißt, das Thema Öl ist immer noch nicht erledigt. So, hier, ihr kriegt jetzt eure Uhren. So. Jetzt steigt auch wieder die Bilanz. Ja. Yep. Die Taschenuhren. Die Bilanz steigt jetzt wieder. So. Genau. Hier hatten wir die Schokolade. Den Kesselmacher, Stahlwerk. Auch ein... Naja, ein einfaches Item, ne? So. Hafenmeisterei. Haben wir immer noch keine Hafenmeisterei hier? Habe ich die noch nicht aufgebaut? Oder kann ich die, kriege ich die da nicht hin? Ich glaube, ich kriege die da nicht hin, ne? Wo ist sie denn jetzt? Warte mal. Bin ich jetzt doof? Ja, bin ich. Speicherstadt? Präparaturkran? Dampfmaschinen, Panzerbrett, dicke Bertha? Pendlerkai. Handelskammer? Wo ist denn hier die, Hä? Okay, ich bin total verwirrt. Moment. Ich suche weiter. Also, Schule. Hier ist die Handelskammer. Hier ist das Rathaus. Speicherstadt. Die sollte doch eigentlich unter den Handwerkern hier sein, oder? Anlegestelle? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Museum? Postdienst? Lufthafen? Egal, ich lasse es jetzt sein, bevor ich mich hier zu Tode suche. Ich glaube, das Item ist, das Gebäude ist wahrscheinlich sehr, sehr auffällig zu sehen, aber ich sehe es gerade nicht. Auch nicht hier. Nö, ich sehe es gerade nicht. Ich bin brutal blind, ja. Ja gut, okay, lassen wir es erstmal. So. Unser erstes Schiff wird gleich, rauskommen. Nice, ich freue mich schon. So, weiter geht's mit dem Käufen. Items. Oh, die Items sind so gut. Ja. Hier wieder einen erstklassigen Sapeur. Nehmen wir auch wieder mit. So. Der Magnetika auch wieder dabei. Oh, ist das schön. Packen wir mal hier wieder hin. So. Ist das Schiff hier unten wieder? Jawohl. Kann die nächsten Dampfmaschinen mitnehmen. Ich finde das so toll. Weil das ist das, dieses Frachtschiff benutze ich dann zum, ja, zum, mal Monitor mit Flammenwerfer. Was ist das, wenn wir, ja, das ist eigentlich der Monitor, ne? Für dynamische Einsätze. 10,6 Knoten? 10,4 Knoten. Oh, der ist ja voll. Wie sieht es hier mit unserem Öl aus? Ist immer noch nicht richtig voll, ne? Eieieiei. Hier ist genug Öl im Lager. Wir verbrauchen immer noch so viel Öl. Schon krass, ey. Wie viel Öl wir verbrauchen. Das ist schon Wahnsinn. Wirklich, das ist schon krass, was wir an Öl verbrauchen.
Wir haben immer noch keine stabile Ölproduktion. Das heißt, wir müssten uns theoretisch nochmal eine Insel suchen, wo wir nochmal Öl ab. Gibt es irgendwie eine richtig krasse Ölquelle? Auch hier könnten wir uns nochmal Öl holen. Mal gucken, überlege ich uns dann, dass wir uns hier nochmal Öl wegholen. Ich kann ja schon mal planen. Na? Hier. Ölraffinerie. Passt das? Ja, es passt, ne? Ups. Und dann in der Mitte ein Handelskammer. So. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Das heißt, genau, wie sieht es hier mit dem Fisch aus? Das ist noch okay, naja. Dann machen wir jetzt erstmal eins. Wir verschieben das. Verschieben das einfach. So. Machen wir wieder langsamer. Ins Gaxberg. Okay, cool. Dann eine. Ein kleiner Ölhafen. Wir brauchen hier unbedingt dann auch, bevor wir den Ölhafen aufbauen, wir brauchen erstmal hier Ressourcen. Also Stahlträger brauchen wir unbedingt hier. Das heißt, wir holen uns gleich direkt mit dem neuen Schiff. So, den erstklassigen Sapeur haben wir jetzt. Das heißt, wir können hier auch endlich den Magnetiker haben wir hier drin. Hier haben wir auch einen Magnetiker, glaube ich, drin. Ja. Und hier haben wir auch den Magnetiker drin, ne? Genau. Haben wir hier noch ein Kraftwerk, was den Magnetiker benötigt? Nein, ne? Nö. Nö. Deswegen holen wir uns den Magnetiker wieder raus. Und schmeißen den jetzt. Hier ist der Magnetiker auch schon drin. Wie sieht es hier unten mit der Dampfmaschine aus? Hier könnten wir den hinpacken. Hier. Oh, siehst du, wir haben kein Mehl mehr. Mehl ist aus, okay. Weizen ist auch noch in Ordnung. So, das heißt, weil wir jetzt wieder ein bisschen mehr Weizen verbrauchen, ist hier alles immer noch voll. Nee, hier ist gar nichts voll. Hier, die ganzen Produktionsstätten können wir auch mal wieder starten. Können jetzt erstmal ordentlich durchstarten wieder. Dann haben wir viel, viel mehr Weizen. Was hat er gesagt? Erhöht die Produktivität. Größere Anbauflächen können durch weniger Arbeitskräfte bewirtschaftet werden. Traktoren verbrauchen Treibstoff. Ja. Warte mal. Wie ist es hier mit dem. Die Frage ist jetzt, wie? Moment, lass mich mal gerade was gucken. Wir haben hier eine Produktionsstätte. Wir brauchen eine Anbindung am Gebäude, okay. Lagert den Dünger, der die Farben ertragreicher macht. Aber die Frage ist jetzt. Warte mal, lass mich mal was ausprobieren. Mal was gucken. Ich will ja nur was gucken. Wenn ich jetzt das hier mache, aufbauen, dann Düngersilo hinbaue. Wo kriegt man den Dünger her? Den kriegt man doch, glaube ich, nur aus der neuen Welt, ne? War das so?
Welt. So, jetzt haben wir hier... Genau, Düngersilo. Wollen wir hier... Hör, eine Tortilla... Ne, warte mal. So, warte mal. Jetzt haben wir hier... Die Hacienda war das. War das bei der Hacienda, ne? Genau, Hacienda-Module. Düngerwerk. Produziert 30 Dünger pro. Aber jetzt die Frage ist jetzt, ob wir nur in der Hacienda das herstellen können. Deswegen frage ich, ne? Ob wir das wirklich nur in der Hacienda herstellen können. Oder produzieren auch unsere Tiere den Dünger? Deswegen ja, ich bin noch ein bisschen überfordert, was den Dünger angeht, ne? Aber ist das... Es steht auch nicht, was das braucht. Hier. Dünger. Produktionszyklus 30 Sekunden. Braucht hier Jornaleros. Stahlträger und... ja, Stahlträger. Und... und ja, Stahlträger und Dampfmaschinen. Und sie verkauft hier definitiv keine Dampfmaschinen. Das heißt, wir müssen Dampfmaschinen hier in diese Welt hier packen. Okay. Gut. Dann hole ich mal hier die weiteren Dampfmaschinen raus. So. Zeitungen. Was? Brotknappheit? Warum? Okay. Ja, keine Ahnung. Fabelhafte. Er wollte eigentlich gerade, glaube ich, gerade fast sagen. Brot nimmt hier stark ab, okay. Aber warum? Achso, weil wir Brot, glaube ich, gerade in der. Haben wir hier drin, ne? Haben wir hier Brot drin? Nee. Nö, wir haben hier. Wir haben hier. Das Malz drin. Und das Getreide. Da können wir das Getreide mal rausmachen und mal hier die Schweine reinpacken. So. Was haben wir hier noch, was wir im Überfluss haben? Felle ist noch in Ordnung. Brillen brauchen wir noch. Glühbirnen haben wir auch zu Genüge. Ui. Upsala. Warte mal, was passiert, wenn wir 50 drücken? Wie viel gibt er uns? Siehst du? Aber wir brauchen diese Phonographen. Die brauchen wir als Bedürfnis. Ja, seht ihr? Und ich glaube... Irgendeiner stellt hier Phonographen mit her. War das nicht irgendwo hier, der hier Phonographen mit herstellt? Ich war mir nicht mehr sicher. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Aber hey, ist ja nicht so schlimm. So. Katischak ist da. Der kann den Magnetiker hier unten hinbringen. Dann haben wir schon mal ein Item. Oh, wir haben keinen Einfluss mehr. Okay. Wir haben leider keinen Einfluss mehr. Okay. Viral. Börsenmakler. Schriftsteller. Dankesgeschenk. Ja, wie gesagt, wir haben leider keine Kultur. Achso, das haben wir ja.
Optimierung haben wir. Hier, die Hafenmeisterei. Wo ist die denn? Gott, bin ich blind. Da ist sie. Hafenmeisterei. Die habe ich die ganze Zeit gesucht. Aber das passt. Die passt hier nirgendwo hin. Ah, warte mal, genau. Die Segelschiffwerk. Können wir wegpacken. Haha. Und können hier die Hafenmeisterei hinbauen. Zack. Mehr Besucher. Und die Reiseveranstalterin. Zack. 24% mehr Chancen auf Besucher. Das ist doch mal gut. So, wir können weitermachen mit der Weltausstellung. Wir haben, glaube ich, genügend. Ja. Dann ab geht's. Let's go. Dann haut mal rein. Wir bauen das mal komplett aus, dann haben wir mehr Laderampen. Jawohl, geil. Super. So, wie viele... Es ist jetzt komplett schon zur Verfügung gestellt oder haben wir die noch auf Lager? Ne, die sind... Okay, die sind tatsächlich nicht da. Okay. Oh, oh ja! Entschuldigung, Leute, Entschuldigung, ich habe es gerade nicht mitgekriegt. Hey, wir haben unser erstes dampfgetriebenes Frachtschiff. Ist das nicht toll? Herrlich, 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 herrlich. Warte mal, der geht so richtig schön ab. Wunderbar, sauber. Ich freue mich. Natürlich können wir das auch noch erhöhen. Dadurch, dass wir eben halt... ach, wir haben... Nee, Quatsch. Wollen wir das hier? Wir brauchen mehr Handel. Wir brauchen also mehr Schiffe. Wir müssen also viel, viel mehr Schiffe bauen. Das ist ja drei inventierte Einfluss. 6, 5, 10. Hier werden wir einen Flak-Monitor bauen. Das ist schon geil, ey. Oh, geil. Ich bin da, ich bin wirklich begeistert davon, dass ich endlich Dampfmaschinen, also dampfgetriebene Schiffe bauen kann. Das erleichtert uns vieles. Wir können dann auch gleich die ganzen, wenn wir so viele Schiffe haben, dann auch irgendwann hier die ganzen Clipper austauschen. Was möchte sie? Wir müssen ein Geschenk abholen. Okay. Die Silbermöwe. Ach, dankeschön. Vielen lieben Dank. Oh, wir haben kein Holz mehr hier? Wie sieht es denn mit dieser Insel aus? Hier haben wir auch noch genügend Holz. Aber warum geht hier denn hier das Holz aus? Das darf nicht. Hier darf nicht das Holz ausgehen. Eieieiei. Nein, möchte ich nicht. Danke. Da kümmern wir uns später noch drum. Aber warum haben wir hier jetzt kein Holz mehr? Ich drücke mal die falsche Taste. So, warte mal. Das wird dahin geschickt. Haben wir hier keine... Wird dahin. So. Wir haben also keine Route von hier. Okay. Seltsam. Wir haben also noch keine Holzroute von hier nach hier. So, Handelsroute von hier nach hier. Okay, okay. So, jetzt mache ich erstmal eins, damit wir dann auch später ordentlich Holz haben. Schauen wir mal gerade ganz kurz. Ihr könnt euch noch mal kurz hier das Gameplay ein bisschen angucken. Ne? Ich schaue mal gerade was. Ich glaube, wenn ich das jetzt so mache, sollte es... Ach, nicht Maps.
Ich schaue gerade nach einem, nach dem Video. Und nein, ich möchte den Ton nicht aktivieren. Danke. So. Okay, schade. Er findet das halt leider, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, das Problem ist, es ist halt auch alles schon mega alt, ne? Hey. Das ist alles schon mega alt. Warte mal. Wie hieß unser cooler YouTuber? Ich schau das gleich mal nach. Also, ich schaue das nach der Aufnahme nach. Weil wir müssen ja auch, also ich will jetzt auch gerne mal doch auf Baupläne setzen. Und ich möchte gerne so dieses Holz-Layout haben. Dieses industrielle Holz-Layout. Und es gab eigentlich einen einzigen YouTuber, der das geil gemacht hat. Aber ich kenne ihn leider. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber ich glaube, man kann auch hier in dem Fandom-Wiki gucken. Das ist schon. Genau, es gibt, glaube ich, noch ein paar Items mehr, die wir brauchen. Genau, Ursula Green brauchen wir noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Entschuldigung. Man hat hier keine Layouts, Baupläne. Doch, sage ich doch. Moment. Baupläne, Layouts. Ach, Mann. Alte Welt, so. Und es gibt keine Bretter? Also für Bretter? Quatsch, nicht für Bretter, für Holz. Es gab doch mal eine richtig hardcore große Holzfäller-Layout. So, das meine ich doch. Richtig, da ist er doch. Radlerauge heißt der Junge. Dankeschön, dass es dich noch gibt. Na, ist not available anytime. Oh, das ist so schade. Ja, warte mal. Na gut, okay. Ich schaue mal dann nach der Aufnahme. Also sorry, dass ich das jetzt hier gerade mitten in der Aufnahme mache, aber ich schaue mich nachher um, weil es gibt ein spezielles Layout, um halt ordentlich Holz zu produzieren. Das ging einmal in der Runde. Ich habe das auch mal gebaut. Vielleicht habe ich hier Glück, dass ich es hier mit dem Video nachbauen kann. War das vielleicht im Video den Bauplan? Er zeigt es tatsächlich nicht im Video. Schade. Das gleiche kann man halt auch mit Kohle machen. Und dadurch, dass wir ja durch Kohle oder den Parkhüter auch Kautschuk bekommen, kriegt man das auch ordentlich mit Dings hin. Aber wir brauchen erstmal noch die speziellen Items. Wir brauchen drei unterschiedlichen Items. Das heißt, wir brauchen das teutonisch, technische Schneidewerkzeug, industrielle Hippe und die Druidensichel. So, ne? Wenn ich jetzt mal hier auf die Statistiken gehe, auf Items und einfach mal die Toy. Warte mal. Auf den Nager unbekannt. So. Hier genau, das teutonisch-technische Schneidewerkzeug, Itemherkunft, Forschungsinstitut, Expedition oder Weltausstellung, prächtige und große. So, wenn wir das haben, dann brauchen wir noch die Hippe. Die industrielle Hippe, die haben wir so tatsächlich sogar schon. Die ist nicht unbekannt eigentlich. Weil die haben wir vorhin bekommen, das weiß ich. Hier ist sie. Die industrielle Hippe. Ne, wir können uns jetzt einfach mal hier die industrielle Hippe nehmen. So, und wir brauchen noch die Druidensichel. Ne?
Die Druidensichel. Jetzt gehen wir nochmal auf die Statistik. Wo war das jetzt? Genau. Druidensichel. Da ist sie. Die gibt's auch nur aus der Weltausstellung. Das heißt, das ist das Erste, was wir machen. Das heißt, wenn wir Holz brauchen, müssen wir das haben. Und dann können wir auch hier die Insel, die wir auch hier bebaut haben mit Holz, können wir umbauen. Das heißt, diesen Ort können wir hier komplett abreißen und einmal so einen schönen Kreis bauen. Vielleicht kriege ich das hin, wenn ich mir einfach das Video angucke und baue es nach. Oder ich kriege es nicht hin. Wir werden es sehen. Ne? Weil die drei Items reduzieren den Platz, die eine Holzfällerhütte braucht, um, glaube ich, fast um 80-90%. Das heißt, wir können halt mehrere Holzfällerhütten drumherum bauen. So, wo ist jetzt unser... Genau, hier ist Blutkeimer. Genau, hier seht ihr. 20% mehr Produktion und 10% mehr Walddichte. Das sind die Items, die wir alle brauchen. So. Jetzt holen wir nochmal unsere restlichen Dampfmaschinen ab. Oh yeah. Wieder ordentlich viel mehr Tonnen. Und dann können wir auch gleich weiterbauen. Mehr Schiffe. Weil wir brauchen definitiv mehr Schiffe. Wir haben hier auch Mistros Rigis, Holzfällerhütten und Köhlereien. Die ist wichtig auch, glaube ich, später für die, auch die Köhlereien. Weil hier ist ja nur die Produktion, erhöht Baumwolle, ne? Hier ist die Fregatte. Getreide läuft auch hoffentlich gut an. Haben wir wieder genügend Getreide? Ja, wir haben wieder... Schweine haben wir auch. Aber hier gehen die Schweine wieder zur Neige, ne? Immer noch. Die Frage ist, kriegen wir hier gar kein Holz? Ah, okay, jetzt sehe ich es gerade. Hier wird Holz benötigt. Ah, okay, deswegen. Machen wir das. So. Jetzt haben wir wieder genug Talg. Aber wir benötigen Talg. Jetzt brauchen wir wieder Talg. Okay. Ne? Sag mal, guck mal gerade. Jetzt haben wir. Produzieren wir genügend Talg? Aktuell Verbrauch der Ware. Aber wir brauchen mehr Talg. Deswegen hatten wir das, glaube ich, auch. Das heißt, wir bauen jetzt hier mal noch ein paar. Talgproduktion sollte wieder ein bisschen besser sein. So. Gut. Hier ist die industrielle Hippe, die packen wir uns schon mal ins Lager. Dann haben wir jetzt schon mal ein Item. So, ich möchte gerne noch, dass die Weltausstellung fertig wird. Die dauert aber noch 15 Minuten. So. Marius ist auch wieder da. Und hat unsere Speicherstadt wieder aufgewertet. So, Malz ist jetzt... Das können wir jetzt auch mal alles entfernen. So, wir brauchen jetzt noch 800. Die Frage ist jetzt, da wir ja jetzt schon Bananen importiert haben, können wir eigentlich... Okay, jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Glühbirnen. Okay, wie viel brauchen wir noch? Ja, wir machen, glaube ich, zweimal Glühbirnen. Weil wir haben halt genügend Glühbirnen noch. Also wir haben jetzt genügend Glühbirnen auf Lager. Das heißt, wir machen jetzt noch einmal Glühbirnen und das sollte uns dann die Kaffeeimportierung freischalten. So, wir können weitere Gebäude bauen. Wir bauen weitere Depots. Sieht halt also so hässlich aus, aber wer hat hier von Schönbau geredet? Also ich nicht. So.
Unsere Stadt ist attraktiver geworden. Das ist schön. So, wir haben jetzt ein ordentlich größeres Lager. Das heißt, wir produzieren wieder ordentlich. Alle unsere Gebäude sind wieder tatkräftig am Arbeiten und hauen richtig rein. So. Bitte, ich möchte die Weltausstellung noch diesen Part fertig haben. Aber wir haben jetzt kaum Handwerker mehr. Ja gut, okay, die Handwerker werden uns gleich wieder gegeben, wenn die Weltausstellung fertig ist. So. Zack, die Dampfmaschinen sind auch wieder da. Das heißt, wir können zwei weitere Schiffe bauen. Und er kann auch wieder zur nächsten, so wieder die nächste Menge an Dampfmaschinen abholen. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir im nächsten Part wieder weiter bearbeiten werden. Dampfmaschinen. Das ist das, was ich am wichtigsten gerade finde. Das können wir nicht, okay. Was haben wir hier an Lebensqualitäten? Lehm? Wir verbieten Lehm? Okay. Dann wird das ja wahrscheinlich so sein, dass wir zu wenig Lehm haben, okay. Was haben wir denn hier? Lehmgruben. Ne, Produktivität? Nee. Nein. Okay, das hat nicht geholfen. Der hat Strom. Lehmgruben? Nee. Goldminen? Schon geil, wenn wir... Warte mal, da ist eine. Da oben ist noch eine. Genau, den Bäcker, den haben wir den. Dann haben wir den noch dabei. Ja, wir haben noch genug Lehm. Sollten wir eigentlich noch genug haben. Das sollte unsere Lebensqualität nicht so in die schiefe Bahn setzen. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben sie gleich. Ich lasse jetzt noch einmal durchstarten. Nein. Oh nein. Wo? Und genau in dem Ort, wo wieder keine Feuerwehr ist. Wie komme ich davor, keine Feuerwehr aufzubauen? Seht ihr das? Ich bin so doof und habe keine Feuerwehr da aufgebaut. Ach, Mamma mia, ey. So, unser Schiff ist auch schon wieder angekommen. Es geht so fix, oder? Nö. Wo ist unser Dampfschiff? Ah doch, es ist schon angekommen. So, zack. Und weitere Dampfmaschinen. Nice, nice. Ist gleich fertig. Leute, es ist gleich fertig. Ich freue mich schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon wirklich der letzte Abschnitt ist. Nicht, dass wir noch irgendwas brauchen. Wunderbar. Das ist gut, dass die Flammen gelöscht wurden. Noch eine Ingame-Minute. Wir werden jetzt gleich ab 15 Sekunden werden wir die Geschwindigkeit reduzieren und einfach jetzt noch mit feiern. So. Zwei weitere Schiffe bauen. Und sie ist fertig. Bam. Oh nee. Ist doch noch nicht fertig. Schade. Wir brauchen also jede Menge Kautschuk, Birne. Wir brauchen Ingenieurarbeitskräfte. Und wir brauchen Glühfäden. Super. Kautschuk müssen wir auch haben. Oh, toll. Und jede Menge Investoren. Ach du Heilige. Ach du Heilige Makrele. Das heißt, wir brauchen viel, viel mehr Ingenieure.
brauchen 2000 Ingenieurarbeitskräfte. Halleluja, ey. Das ist eine Masse. Hätte ich nicht gedacht, dass wir doch noch an den Punkt kommen, wo wir sehr, sehr viele Sachen brauchen. Krass. Das ist schon eine Wahnsinnssache. Gut, okay. Dann kümmern wir uns dann im nächsten Part darum, mehr Investoren zu kriegen. Das heißt, wir müssen unbedingt Sekt und Zigarren produzieren. Das ist das nächste Ziel, was wir uns setzen im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich freue mich schon wirklich, wenn die Weltausstellung fertig ist. Wirklich, Leute. Wirklich, wirklich. Alles gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder zurück zu Anno 1800. Bis dann und ciao.